Ich hoffe nur, hier wird auch wirklich Gold hingeliefert irgendwann. Also hier scheint es ja so ein bisschen schon zu klappen. Aber wenn wir eben kaum Goldmünzen auch haben, so wie es aussieht. Ach, da unten ist die Landesgrenze. Ach, ich baue jetzt hier einfach überall Festungen hin. Ist ja nicht so, dass die massenhaft Dings hier verschlingen, Soldaten. Hoffenweise die Produktion von Soldaten läuft. Das ist mir ja momentan das Wichtige, das Wichtigste. Ja, das Wichtigste, kann man sagen. Das Wichtigste, dass hier überhaupt erstmal Soldaten produziert werden, beziehungsweise ist ja nicht wichtig, dass die Soldaten produziert werden, sondern dass sie stärker gemacht werden. Hier kommen, so wie es aussieht, nie Münzen an. Da oben, so wie es aussieht, sind schon Münzen ohne Ende. Ja, das mit dem Gold ist jetzt auch so eine Sache mittlerweile, ne? Also ich habe ja hier immer noch die Münzprägerei und die arbeitet auch gut. Und die Goldmünzen, die haben wir auch. 5 Stück. Die sind wahrscheinlich irgendwo unterwegs. Allerdings ist das mit den Goldbergwerken. Doch, die arbeiten noch gut hier unten. Allerdings kommen die jetzt wahrscheinlich hier erstmal in den ganzen Goldmünzen, ne? Ist ja auch gut. Sollen sie ja auch. Sollen sie ja auch. Ist auch gut, dass sie das so machen mit den Münzen. Also, dass die Münzen das so machen mit den. Und dass ich hier schon wieder von mir gebe, also Sachen von mir geben. Geben, tu. Mach. So, die Festung im Bau. Bis die Festung fertig ist, müssen hier natürlich noch ein paar Soldaten entstehen. Ne? Also 3 ist ja jetzt nicht so das Wahre, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Dass ich hier schon mal über 2 Stunden schon wieder spiele. Ja, ist dann wohl so. Halsschmerz von dem vielen Gesappel, was ich hier vor mir gebe. Ich habe eine relativ feuchte Aussprache und das Mikrofon ist schon ziemlich, ja, das tut mir auch schon ziemlich leid. Da passiert doch was, nee. Ach, keine Ahnung. Ist mir auch insofern total egal irgendwie gerade, weil ja mal wieder ein Backup verbraucht ist. Nein. Ach, ich habe Land verloren. Solange da nicht mehr passiert, dieser Brunnen liefert kein Wasser. Ach, wahrscheinlich, weil ich ihn auf dem Berg gebaut habe. Und was ist mit dem nächsten? Der liefert kein Wasser. Und der nächste, der liefert ausnahmsweise kein Wasser. Dann baue ich hier oben meinen Brunnen hin. Ja, das geht gut. Und dann baue ich hier noch zwischendrin. Ah, ne, das gehört zum Bauernhof, ne? Da baue ich hier noch zwischendrin Brunnen direkt neben den nächsten Brunnen und hier noch direkt einen Brunnen neben den nächsten Brunnen. 37% ist jetzt nicht viel. Ich hoffe, dass das noch mehr wird. Komm mal bitte noch mal raus und liefer noch einmal Wasser. Ich möchte sehen, dass das noch mehr wird, was du hier tust an Wasser liefern. Ich möchte nämlich hier keine Brunnen haben, die zu wenig Wasser liefern. Scheint echt auf den 37% stehen zu bleiben. Nein! Ja, das scheint sich nicht zu tun, die 37% bleiben. Wenn man hier hin und wieder mal so ein Knacken hört, dann ist da mein Mikro, was ich ausschalte, indem ich mein Headset-Mikrofonbügel nach oben schiebe. Wo kommen denn jetzt die 5 Soldaten her? War nur eben nur 3. Ah. Oh nö, hier ist nur eine Reserve drin. Der ist auch gut so. Ein Schwächling. Ein Schwächling in der Reserve ist immer gut. So, kann ich hier jetzt wenigstens angreifen schon mal. Haha. Ich hab zwar keine Chance, aber ich möchte angreifen. So, Steinbrüche sind wichtig in diesem Spiel. Holzfäller auch. Am besten Holzfäller, die nichts zu tun haben. Die Produktivität würde mich mal interessieren. Ja, Bäckerei wissen wir ja. Dass die Bergwerke nicht spulen, wissen wir auch. Aber die Mühle scheint wieder hinzuhauen, ja. Ach, die Bäckerei braucht Wasser, ne? Also die Mühle scheint hier nicht besetzt zu sein. Ja, aber hier sieht man so. Braucht nur Getreide. Und die Bäckerei dagegen ist noch im Bau. Die braucht Wasser.
Deswegen haben wir ja hier 25, ach, der ist auf 60% jetzt im Brunnen. Das scheint ja so langsam anzulaufen. Deswegen haben wir ja auch mit dem Wasser hier mittlerweile so ein bisschen was. Wir können übrigens die Verteilung mal ein bisschen wieder ändern. Dass die Schmiede ganz hoch kommt und die Schlosserei weniger bekommen. Die Brauerei braucht Wasser. Wo ist sie denn schon wieder? Suche ich jedes Mal erneut. Wasser. Muss man das Wasser verteilen hier gerade? Brauerei und Bäckerei zu gleichen Teilen. Das Granitbergwerk, warum baut das? Achso, weil es nichts zu fressen hat und weil es nichts zu fressen hat. Und ich merke gerade wieder, wie langweilig das Ganze wird. Also für meine Zuschauer, also für euch. Für euch wird das wieder langweilig. Hier passiert zwar ein bisschen was, also für mich passiert hier so ein bisschen was. Auch bei den Soldaten und auch in der Statistik passiert was. Das finde ich ja auch toll, dass ich hier so ein bisschen aufhole. Vor allen Dingen die anderen sind auch nicht viel besser. Was haben die denn hier gemacht? Warum sind da Leute gestorben? Das kann ja nicht sein. Passiert anscheinend. Aber, was mich noch so ein bisschen traurig macht, ist, dass ich gerade das Gefühl habe, dass ich total langweilig bin mit dem, was ich hier gerade sage. Und die nächsten Soldaten kommen hier sowieso in die Festung rein, ne? Ich habe Angst, dass er hier wieder ein Katapult errichtet. Aber was spricht schon gegen eine gute Verteidigung am Engpass? Denn das ist definitiv als Engpass zu beschreiben da unten. Hier ist eine Festung und noch eine Festung im Bau. Ich glaube, es fehlt an Brettern oder an Steinen. Es fehlt an Brettern, richtig? Es fehlt an Brettern. Ja, warum sollte es auch an Steinen fehlen? Also, mal ganz ehrlich. Holzfäller arbeiten, Forsthäuser auch. Wunderbar. Ich glaube, ich sollte eine zweite Holzproduktion aufbauen. Und zwar genau da, wo es keinen interessiert, hier oben. Forsthaus, Forsthaus, Holzfäller, Holzfäller. No. Ja, das war ja ein Weg. Wer sich den ausgedacht hat, also ich glaub's ja. Also ich meine mal nur. Ah, die kriegen wir ja nicht nach oben gesetzt. Ist auch egal. Und dann, achso, die werden ja sowieso nach oben geliefert. Und dann, wenn die hierher geliefert werden, dann habe ich keinen Platz mehr, irgendwo ein Sägewerk anzubringen. Das ist zum Heulen. Das ist zum Heulen. Ein Sägewerk reicht aber nicht. Ich würde am liebsten 5 bauen. Oder 2, wäre ja auch schon toll. Ja. Ich kriege hier keinen Weg ran. Alter, ich glaub's ja nicht. Wo ich hier lang bauen muss, um irgendwo anzukommen. Bams, 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 da bin ich. Wow, das ist ja ein hammerharter Weg hier durchs Gebirge. Aber es sind ja viele Leute, die sich die Arbeit teilen, so wie es aussieht. Dementsprechend kann ich auch hier unten Sägewerk hinsetzen. Das wird zwar keine Arbeit haben, aber ich habe ein Sägewerk hingesetzt. Immerhin. Das Kohlebergwerk arbeitet nicht mehr. Dafür vielleicht ja dieses. Und eine neue Nachricht. Dann, das heißt ja, dass er... Achso, nö, er kann ja hier noch nach unten gehen, ne? Kann der hier unten noch abbauen. Die Fischhütte hat auch noch ein bisschen was zu tun. Ach, schön. Das Coole ist, die steigen immer so nach und nach auf. Das heißt nicht, also das ist jetzt nicht so, dass hier erstmal alle vom Schützen zum Gefreiten werden und vom Gefreiten dann zum Unteroffizier und dann alle zum Offizier und dann zum General.
sondern es ist immer eine gewisse Rangfolge da. Erst kommt der erste Gefreite und alles andere sind Schützen. So, dann kommt. Dann wird der zweite Schütze zum Gefreiten. Ach nein! Es scheint immer eine bestimmte Anzahl. Es scheint immer alle. Naja, ach, keine Ahnung, ich kapiere das gerade irgendwie nicht. Ach, ich muss das, glaube ich, auch nicht kapieren. Denn, also wenn zwei drinnen sind, oder drei, nee. Erst wird der eine zum Gefreiten und dann mit der nächsten Goldmünze wird Gefreiter und Schütze steigen auf. Mit der nächsten Münze steigen wieder beide, beziehungsweise alle drei, falls denn drei vorhanden sind, auf. Und mit der dann nächsten dann auch wieder. Es steigen immer so viele, ach, keine Ahnung. Es steigt immer von jeder Rangordnung einer auf, glaube ich. Wenn ich das richtig verstanden habe. Wir verstehen ein Spiel und hinterfragen. Ich glaube, so ähnlich steht es auch auf der Kanalbeschreibung. Ach, hier gibt es auch keine weiteren Steinbestände mehr. Dass wir hinterfragen und logische Schlüsse ziehen, wie man halt damals so gelebt hat. Das haben wir ja schon so ein bisschen so oft erlebt, dass man sich fragt, also dass wir uns auch fragen, wie hat man denn damals so gelebt? Was sagt Brauerei, produziert wieder, und die Schmiede, was sagt die? 96%. Ja, das sieht doch gut aus. Das scheint sich doch irgendwie wieder einzurenken. Hm. Das ist schade, dass sie nicht mehr arbeiten. Aber irgendwann. Hier habe ich so ein bisschen Respekt vor dieser Stelle. Irgendwann werden sie wieder arbeiten. Kann ich hier eine Festung bauen? Steinbruch. Ich werde hier irgendwann. Also eine Festung will ich hier noch hinbauen eigentlich. So, hier scheint es ja gut auszusehen. Es wird ja. Ach, das heißt ja, mit Festung und mit Wachturm geht es rasant vorwärts. Und der Abstand zwischen mir und den anderen wird immer kleiner. Was natürlich auch heißt, ich muss dabei bleiben bei der Produktion von meinen Leuten. Und ich muss vor allen Dingen dabei bleiben bei der Produktion von Goldmünzen. Die jetzt gerade so ein bisschen. Ich muss mal nochmal reingucken, wie ist denn das mit Gold? Kohle, zu wenig Kohle, scheiße. Ich kann ja nicht noch mehr Kohlebergwerk hier verbinden. Obwohl. Wer sagt, dass ich es nicht kann? Die müssen nur eben erstmal alle gebaut werden, ne? Und dann, habe ich hier noch zwei Kohlebergwerke rangesetzt. Und vor allen Dingen, was auch wichtig ist, noch eine Münzprägerei bräuchte ich dann, ne? No? Ja, wo setze ich die denn jetzt wieder hin? Reiß ich das Sägewerk wieder ab? Komm, ich reiß das Sägewerk wieder ab und baue hier eine Münzprägerei stattdessen hin. Tut mir ja jetzt auch leid für die Materialien, aber Münzprägerei ist mir persönlich gerade so ein bisschen wichtiger auch. Also ich finde, da kann man noch ein bisschen mehr rausholen. Zumal hier voll Kohle und voll Gold ist bei ihm. Ich kann auch noch drei Münzprägereien reinnehmen. Ich weiß noch nicht, wo ich die hinsetzen soll. Bauernhof. Ach, das hat auch immer nicht geklappt, dass ich hier lang bauen konnte, ne? So, jetzt klappt es auf jeden Fall. Wissen wir Bescheid. Hier setze ich mal noch einen Bauernhof hin und da oben setze ich mal noch eine Münzprägerei hin. Auch wenn die gerade so ein bisschen den Bauernhof behindert, aber das ist mir in dem Fall egal. Der hat ja hier unten so einen kleinen Berg, wo er hinsetzen kann. Sich hinsetzen. Hingucken, hinsetzen. Ach, was weiß ich. Der nächste Steinbruch, den wir abreißen werden müssen. Ach, hier schön. Wieder ein Kreis geschaffen. Wollen wir nicht. Ist alles, ja, wollen wir alles nicht. Ist alles Verschwendung. Aber wir können diesen Weg hier auch mal wieder abreißen. Und die Straße dann hier. Ja. Und die Straße dann hier lang verlaufen lassen. Genau, da hat der Bauernhof nämlich noch ein bisschen mehr Platz hier. Das würde mir persönlich auch zusagen.